Hallo Jasmin, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Kerstin, ich freue mich auch. Portugal grüßt Dubai. Wunderbar, internationale Gespräche, so mag ich das. Sehr gut. Wir wollen heute ganz allgemein gesagt ja ein bisschen sprechen, wie man glücklicher, zufrieden und fröhlicher wird. Und da bist du die perfekte Gesprächspartnerin für alle, die uns auf YouTube zuschauen. Ihr seht ja schon dieses sonnige Gelb dahinter dir. Also man merkt gleich, du bist ein fröhlicher Mensch. Ja, das ist richtig, weil das nicht immer so war. Oder es gab zumindest Phasen in meinem Leben, wo das nicht so war. Aber aktuell, ja, passt das Gelb ganz gut zu mir und meiner Laune. Sehr gut, sehr gut. Auf diese nicht so schöne Phase möchte ich gleich mit dir zu sprechen kommen, denn du weißt oder du hast mir ja schon erzählt, dass du 2016 einen sehr starken Burnout hattest. Ja. Und da würde ich gleich mal so einsteigen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist es zu diesem Burnout gekommen? Also bevor wir jetzt angefangen haben, hast du mir ja erzählt, dass du gerne To-Do-Listen beschreibst. Und die To-Do-Listen, Ja, die gebe habe offen ich und ehrlich auch, zu. die hab ich auch sehr gerne. Also ich bin auch sehr strukturiert und planerisch unterwegs sozusagen. Aber früher in meinem Berufsumfeld, da habe ich das ein bisschen übertrieben. Also mein Chef hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht ohne deinen Kalender leben. Und mein Kalender, der war auch immer voll, also randvoll von morgens bis abends. Dazu müsst ihr wissen, ich war im Tourismus tätig, beim großen Tourismuskonzern, hatte ein 20-köpfiges Reiseleiterteam unter mir und war hier für den deutschen und Schweizer und österreichischen Markt zuständig. Und ja, wenn man dann gleichzeitig auch noch zwei Kinder bekommt, was sehr schön ist, keine Familie hier leben hat, weil meine Familie lebt in Deutschland, die Familie von meinem Mann lebt auf Madeira und eben versucht, das alles zu wuppen und seine To-Do-Listen grundsätzlich zu voll packt und die trotzdem jeden Abend abhaken möchte, dann ist das halt für, ja, für den Körper und für den Geist und für die Seele nicht unbedingt gesund. Das wollte ich aber ganz viele Jahre nicht wahrhaben. Also so hat es angefangen. Und ja, das nicht wahrhaben wollen, das ist dann am Ende in einer Panikattacke gegipfelt. Ich kann mich da deswegen so gut dran erinnern, weil das vor dem Kindergarten von meinem Sohn passiert ist und ich also dann trotz Panikattacke meinen Sohn abgeholt habe, nach Hause gefahren bin und dann, weil ich nicht wusste, dass es eine Panikattacke ist, direkt in die Notaufnahme im Krankenhaus gefahren bin, weil ich gedacht habe, ich habe was am Herzen. Also das mal so in ganz kurzen Zügen, wie das passiert ist. Und ich wünsche das keinem. Ich hoffe, du warst noch nicht an dieser Stelle in deinem Leben, liebe Kerstin. Zum Glück nicht. Ich Gut. hoffe auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch nicht in so einer Situation waren. Aber ich denke, Ja. es gibt ja sehr viele Menschen, die so diese Ansätze in sich spüren von, ich könnte vielleicht einen Burnout bekommen oder es wird mir alles zu viel oder man merkt ja dann auch oft, irgendwas stimmt nicht. Ja, ich fühle mich nicht mehr so wohl in meinem Körper. Alles ist irgendwie anstrengend. Hast du diese Zeichen gemerkt? Also hat sich da irgendwas angebahnt bei dir? Ja, da hat sich über 3 Jahre alles Mögliche angebahnt, was ich ganz gut und gekonnt ignoriert habe oder halt einfach gedacht habe, es ist ein körperliches Problem. Also das erste Zeichen sozusagen waren ganz krasse Schwindelattacken. Und ich hatte dann dieses, was man vielleicht Watte im Kopf nennt, also dass man nicht gut denken kann, dass man sich nicht gut konzentrieren kann und dass dadurch natürlich auch die Aufgaben viel größer wirken, als sie letztendlich sind. Ich habe dann hinterher festgestellt, es lag einfach an meiner mangelnden Konzentrationsfähigkeit. Und dann kam auch ganz viel Herzrasen dazu, ganz viel Nervosität, schweißige Hände. Und egal was war, mir war dann irgendwann alles zu viel. Also jede E-Mail von meinem Chef war für mich rotes Tuch. Herzklopfen, oh mein Gott, wie soll ich das noch schaffen? Ich hatte auch keine Kraft mehr, dann mich mit Freunden zu treffen und wollte einfach nur noch meine Ruhe haben. Also wenn ich jetzt also im Nachhinein das so überlege, dann denke ich, das war total klar. Und für jeden Außenstehenden war das wahrscheinlich offensichtlich, wo das hingeht. Aber es ist, glaube ich, ganz schwierig für jemand selbst, das zu erkennen. Ja. Ich denke, das ist meist das größte Problem. Wir merken zwar, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, aber wir wollen es uns nicht eingestehen. Also gerade Korrekt. bei einem Burnout, das sind ja oft Menschen, die perfektionistisch veranlagt sind, die auch ein sehr, ja, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein haben und da Genau. einfach denken, das wird schon gehen. Ja, ich muss dieses und jenes jetzt einfach fertig machen. Das und das ist wichtig im Beruf oder im Privatleben und ich kann mir jetzt keine Auszeit nehmen. Genau.
Und dieses Gefühl auch, wenn es ich nicht mache, es macht ja kein anderer. Also das ist eben dieses sehr hohe oder ich sage jetzt mal übersteigertes Verantwortungsbewusstsein. Man lernt dann nach und nach, wenn ich es nicht mache, dann übernimmt es jemand anders. Aber das ist halt ein langer Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, für den ich auch ehrlich gesagt ein paar Jahre gebraucht habe. Ja. Ja. Jetzt sind wir ja so etwa 5 Jahre danach, wenn das 2016 war. 5 Jahre später, wie geht's dir jetzt? Jetzt geht's mir super. jetzt geht's mir super, weil ich natürlich eine lange Entwicklung hinter mir habe, der ganzen persönlichen Entwicklung und auch meine Gewohnheiten eben sehr stark geändert habe. Ich mag aber auch dazu sagen, und das hat mich neulich jemand gefragt, Jasmin, glaubst du denn, dass man, wenn man einen Burnout hatte, einen zweiten bekommen könnte? Und die Frage hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube fast ja, weil unsere Muster, unsere Datenautobahnen, die wir irgendwie jeden Tag gehen, die haben wir ja schon seit der Kindheit. Also wir sind ja geprägt. Und auch wenn man sich der Abläufe und Prozesse bewusst ist, kommt man doch leicht immer wieder in ein altes Fahrwasser. Also ich habe schon auch jetzt mit der Selbstständigkeit gemerkt, wenn ich nicht aufpasse, könnte ich mich jetzt selbst wieder in einen Burnout hineinwirtschaften sozusagen. Nur der große Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt sofort reagiere, also sofort merke, oh, da sind körperliche Symptome, oh, ich kann mich nicht konzentrieren und so weiter und dann eben mich sofort an alles erinnere, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Ja. Ich denke, genau, das kann man ja vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit Menschen, die andere, wie soll ich das jetzt sagen, Süchte ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil ein Burnout oder ist ja keine Sucht, aber im Prinzip ist es ja eine Sucht nach Stress. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also so dieses, ich will das noch fertig machen, ich will heute Abend die To-Do-Liste abhaken, das ist ja in gewisser Weise auch eine Art von Sucht. Und ich denke, jeder, der zum Beispiel mal mit einer anderen Sucht aufgehört hat, sei es Rauchen oder Alkohol oder sonst irgendwas, die Person ist dann vielleicht clean für eine Zeit und weiß aber unbewusst, es kann jederzeit wieder kommen, wenn ich in bestimmte Muster wieder zurückfalle. So könnte ich mir das vielleicht erklären, warum man vor einem zweiten oder vielleicht auch einem dritten Burnout definitiv nicht gefeit ist. Ich denke auch, also es sind ja auch so die inneren Antreiber, ne? Und ich habe zum Beispiel diesen Glaubenssatz, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das kennen bestimmt auch viele. Und dahinter steckt ja letztendlich der Wunsch dann, dass man sich selbst erfolgreich fühlt und auch vielleicht externe gerne Anerkennung und Wertschätzung hätte. Und das eben klar zu haben, ist nicht so einfach. Und ja, ich glaube, deswegen liebe ich auch das eine der Gründe, weshalb ich die Tiny Habits Methode liebe, weil man da ja dieses Gefühl des Erfolgreichseins quasi sich aktiv schaffen kann und zwar auf eine viel gesündere Art und Weise, als eben ständig über seine eigenen Grenzen zu gehen. Mhm. Ja. Absolut bin ich bei dir und wir kommen auf Tiny Habits gleich noch zu sprechen. Mhm. Ich will nur erstmal das Thema Gewohnheiten ein bisschen größer aufziehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast einige Gewohnheiten geändert in den letzten Jahren. Mhm. Magst du mal so ein paar Stichpunkte geben, was du so grob geändert hast? Also nicht so ins Detail, sondern einfach nur so einen Überblick. Ja, wenn man das sagen kann. Ich würde sagen, so ziemlich alles. Also von Schlafgewohnheiten über Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten über Denkgewohnheiten. Also es ist ein Rundumschlag. Wirklich. Mhm. Ja, doch. Also du hast einmal komplett bei dir zu Hause aufgeräumt, im Kopf und in deiner Umgebung. Definitiv, ja, überall. So einmal Frühjahrsputz. Mhm, ja, großes Feng Shui. Ja. Und nochmal von vorne angefangen, ja. Ja. So. Was würdest du denn sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, war das Wichtigste, das du verändert hast? Also was hat dir am meisten gebracht, dass du jetzt zu diesem ja doch fröhlichen und glücklichen Zustand kommst, in dem du dich jetzt aktuell befindest? Also ich würde zwei Sachen sagen. Erstens das Tempo rausnehmen, also wirklich das Thema entschleunigen, bewusst langsamer machen, Achtsamkeit, Meditation in mein Leben gebracht, Zeit zu nehmen für Pausen, also so wirklich dieses ganze Thema Entschleunigung, was auch echt so ein Lieblingsthema von mir ist. Und der zweite Punkt, Bewegung, weil ich war ein absoluter Bewegungslegastheniker, wenn ich das mal so. Ich habe immer gesagt, ich bin Sportmuffel und ich habe es in der Theorie ja natürlich überall gelesen. Es ist wichtig, sich zu bewegen. Es ist ja auch für Angsterkrankungen, für Depressionen, für so viele Dinge ist Bewegung wichtig. Und ja, das hatte ich früher nicht so auf dem Zettel oder habe es zumindest nicht umgesetzt. Und das war aber auch so ein echter Gamechanger, wie man sagt. Also die beiden Sachen, Entschleunigung und Bewegung.
Warst du früher vor den Kindern, also als du vielleicht ja, jünger warst, warst du da eine sportliche Person oder war Sport schon immer irgendwas, was du nicht so gerne gemacht hast? Nee, das war schon immer was, was ich nicht so gerne gemacht habe, weil ich einfach schon als Kind das Gefühl hatte, ich habe kein Talent dafür. Also ich konnte keine Bälle fangen. Ich war immer die Schlechteste im Hochsprung und im Weitsprung und beim Rennen und so weiter. Und wenn man nicht gut in was ist, dann hat man natürlich auch nicht so natürliche, ja, man möchte das eigentlich dann vermeiden, weil man eben nicht erfolgreich ist. Und das hat sich so mein Erwachsenenleben letztendlich durchgezogen. Ja, also ich war. Hatte das noch nie in meinem Leben, Sport. Ja, ich finde es so schade in der Schule, dass man immer mit Noten belohnt wird. Und gerade für Kinder, die nicht so sportlich sind, die bräuchten ja eigentlich meines Erachtens einen Ansporn, das spielerisch zu lernen, dass man einfach Spaß hat. Und Ja. im Sport, finde ich, sollte man keine Noten bekommen. Es sollte einfach ein Ausgleich sein, um, ja, man, jedes Kind ist ja heutzutage fast übergewichtig. Jedes Kind ist unsportlich. Die wenigsten sind sportbegeistert, so Ja. was ich mich so umsehe. Und ich finde, da müsste definitiv was gemacht werden. Da hast recht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie war das bei dir? Weil du bist ja kein Bewegungslegastheniker, sondern genau das Gegenteil, weil dir ist das Thema Bewegung ja wichtig. Warst du als Kind dann schon in diesem Thema oder ist es bei dir so, dass es erst als Erwachsene in dein Leben gekommen ist? Also sagen wir mal so, ich habe schon immer gerne mich bewegt. Ich war nie eine Sportlerin. Also Sportler ist für mich jemand, der, ja, diese Worte, ich benutze die nicht so gern, höher, schneller, weiter will. Also ich wollte nie höher, schneller, weiter. Ich wollte immer nur gut sein. Also das heißt, für mich war es wichtig im Sportunterricht, dass ich immer alles super kann und da die guten Noten kriege. Und Sportarten, die ich nicht so gut konnte und dementsprechend nicht so die guten Noten gekriegt habe, die fand ich immer total ätzend. Ah, interessant. Also zum Beispiel so Sachen wie über den Bock springen oder Ringe oder alles, wofür du irgendwie Kraft brauchst, das war nicht so mein Fall. Also deswegen das mit den Noten, das hat mich selbst immer sehr, ja, Interessant. getriggert. Interessant. Genau. Aber hast du dich schon immer gerne bewegt als Kind? Ja. Ja, okay. Ja, also ich war schon immer jemand, die an vorderster Front immer war bei allen Bewegungsmöglichkeiten. Super. Ja, Finde ich toll. genau. Jetzt bist du ja heutzutage jemand, die sagt, du hast eigentlich auch einen gewissen Bewegungsdrang. Ja. Was ist denn da so die letzten Jahre dann passiert oder was hat sich so entwickelt bei dir, dass du jetzt sagst, ich bewege mich eigentlich total gerne? Ja, also erstens mal muss ich sagen, wenn ich diesen Bewegungsdrang verspüre, dann ist das immer noch so, huch, ich möchte mich bewegen, was ist denn jetzt los? Also immer noch so eine positive Überraschung. Und ich muss es dann auch wirklich tun, weil sonst steigt mein Stresslevel. Ich denke, der Schlüssel dazu war, dass ich alles Mögliche ausprobiert habe. Also nach meinem Burnout hat halt der eine gesagt, mach Yoga, Yoga ist entspannend. Der nächste hat gesagt, geh schwimmen, schwimmen ist gut für die Gelenke. Der dritte hat gesagt, naja, und so weiter. Und ich wusste eben einfach nur, dass mir Sport keinen Spaß macht. Also habe ich gedacht, okay, ich probiere mich jetzt mal durch alles durch, bis ich dann eben letztendlich die Sportarten gefunden habe, wo ich gedacht habe, oh, das fühlt sich jetzt gar nicht so verkehrt an. Also das könnte vielleicht auch Spaß machen. Und ich habe eben instinktiv, ohne jetzt mal irgendwas über Gehaltensveränderungen zu wissen, gedacht, ich fange einfach klein an. Also ich habe dann Trampolin hier bei mir im Garten stehen und ich habe dann gesagt, ich gehe 5 Minuten Trampolin springen, weil ich mir gedacht habe, naja, die 5 Minuten, das kann ich ja irgendwie schaffen. Ich schwitze nicht so gerne beim Sport. Es darf nicht so anstrengend sein. Und so 5 Minuten auf dem Trampolin wippen, das geht. Und dann hatte ich mir einfach so ein Programm überlegt, heute 5 Minuten, morgen 6 und so. Und irgendwann bin ich dann 1 Stunde gesprungen und dachte, wow, cool. Das hat echt Klasse. gut, das hat echt gut geklappt, ja. Also das mich selber nicht zu überfordern, weil das sich selbst zu überfordern ist ja auch was, was, wenn man Burnout hatte, nicht gerade günstig ist, sondern dann sollte man halt versuchen, die Messlatte niedriger zu legen. Das wusste ich, das hatte ich gelernt und das habe ich dann eben auch für die Bewegung so umgesetzt. Ich finde es spannend, dass du gerade erzählt hast, du hast alles Mögliche ausprobiert. Denn das Gleiche sage ich auch immer und habe das auch schon ganz, ganz oft in irgendwelchen Blogartikeln geschrieben. Wenn man noch nicht so die für sich passende Sportart gefunden hat, dann soll man nicht unbedingt das machen, was die beste Freundin, die Mutter oder die Tante macht, sondern du musst das finden, wo du dich selbst drin sehen kannst.
Also das heißt, am besten ist es, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren, sich für eine Schnupperstunde hier und da anzumelden und einfach zu probieren, bis man das gefunden hat, wo man sagt, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, dass ich das regelmäßig mache. Ja. Ja, und ich bin auch ein absoluter Freund davon, dass man nicht die eine Sportart braucht, sondern sich unterschiedliche Sachen sucht. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt, ja, im Sommer gehe ich vielleicht lieber schwimmen, im Winter gehe ich dafür lieber am Wochenende Skifahren. Ja, sind jetzt beide Sportarten, die kann man nicht so regelmäßig machen, weil man ja eine gewisse Anfahrtzeit vielleicht hat. Aber dafür kann ich sagen, im Herbst mache ich Skigymnastik, damit ich dann fit bin für mein Skifahren. Und übers Frühjahr hinweg, wenn das Skifahren dann vielleicht vorbei ist, dann gehe ich zum Pilates-Training, ja, damit ich dann für die Badesaison fit bin. Ja. Also so kann man unterschiedliche Sportarten vielleicht für sich entdecken und die einem dann auch helfen für das, was man eigentlich gerne machen möchte. Was machst du für Sportarten aktuell? Sportarten ist immer eine schwierige Sache, weil ich unterscheide zwischen Bewegung und Sport. Okay, dann Bewegung. Bewegung ist für mich was, das kann ich jederzeit machen. Und Sport ist was, da muss ich tatsächlich irgendwo, ja, nicht unbedingt irgendwo hingehen. Ich kann auch nur auf meine Gymnastikmatte gehen, aber es ist so ein bisschen geplanter. Okay. Und ich mache zum Beispiel super, super gerne Yin-Yoga und Pilates, logischerweise. Und nehme jede TRX-Stunde mit, die ich irgendwo finde. Und mache eigentlich im Prinzip genau das, wo auch auf meinem YouTube-Kanal immer zu finden ist. Also Pilates, Meditation ist jetzt kein Sport. Aber so diese ruhigeren Sachen. Aus gesundheitlichen Gründen auch. Also ich bin sehr großer Freund davon, dass man in sich hineinspürt und dann auch schaut, was tut mir gut. Ja. Finde ich super. Ja, seit neuestem mache ich ja auch Pilates mit dir. Juhu. Sehr gut. Ja. Ja, das ist auch eine Sportart, wo man nicht unbedingt tendenziell dabei schwitzt. Ja, korrekt. Passt ja, genau. Passt ja in deinen Wunschpflaster. Das passt Wunsch ziemlich gut zu mir, rein. Ja. Absolut. Genau. Du hast ja einiges jetzt in den letzten Jahren verändert und bist ja auch über das Thema Tiny Habits gestolpert, sage ich jetzt mal. Korrekt. Wie bist du zu den Tiny Habits gekommen? Also witzigerweise hat das Tiny Habits Buch mein Mann nach Hause gebracht. Das lag wahrscheinlich hier bei uns in der Buchhandlung als Bestseller irgendwie, als es erschienen ist. Und er hat dann gesagt, guck mal, das könnte was für dich sein, weil das ganze Thema persönliche Entwicklung ist ja mehr meins und nicht seins. Es lag aber dann da im Regal bestimmt ein Jahr. Und ich habe es dann irgendwann mal rausgenommen und habe es durchgeblättert und dachte erst so, interessant, aber diese ganzen Illustrationen und Grafiken, das sah mir ein bisschen zu kompliziert aus. Dann habe ich es erstmal wieder weggelegt. Und dann habe ich irgendwas von BJ Fogg gehört und einen kurzen Ausschnitt irgendwo und habe gedacht, kleine Schritte, ja, die kleinen Schritte, die magst du ja selber schon. Und dazu gibt es jetzt eine Methode. Und dann wurde ich irgendwie unheimlich neugierig, habe dieses Buch wieder in die Hand genommen, fand es dann plötzlich spannend. Dann denke ich so, manchmal kommen die Sachen ja zum richtigen Zeitpunkt ins Leben und manchmal ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich habe dann mich sehr schnell entschieden, die Ausbildung zum Tiny Habits Coach zu machen. Also das war so eine Bauchentscheidung. Ich habe über die Methode gelesen und habe gedacht, das ist genau das, was ich jetzt brauche, was mir jetzt noch fehlt. Und dann war meine Leidenschaft da. Ein bisschen nach dir, ne? Du hast ja mit der Tiny Habits Methode schon etwas mehr Erfahrung jetzt als ich. Genau, ich glaube ein Jahr vor dir oder sowas. Ja, genau. Ja, aber bei mir war es ganz genauso. Ich hatte noch nicht mal das Buch gelesen und habe mich sofort für die Zertifizierung angemeldet. Ah, witzig. Also ich mache da manchmal schnelle Schüsse. Was war es bei dir, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt meins und das spricht mich an? Du, ich habe ein halbes Jahr davor, bevor ich mich für die Zertifizierung bei BJ angemeldet habe, eine Weiterbildung gemacht als Behavior Change Specialist im Fitnessbereich. Und da kam Tiny Habits als Methode drin vor. Und das fand ich so spannend, dass ich mich damit einfach näher auseinandergesetzt habe und mir dachte, na interessant, das ist eigentlich was jetzt Namen hat und genau der Inhalt, also natürlich ohne diese wissenschaftliche Methode und so, aber vom Kern her habe ich das die ganzen Jahre schon erzählt, dass man klein anfangen muss und dann Stück für Stück sich ranarbeiten muss zu seinem Ziel, also wo man quasi hingehen möchte und nicht diese Quantensprünge immer macht. Ja, und das fand ich einfach sehr spannend. Und ja. Gut. Da verbindet uns auch was. Genau, auf alle Fälle. Ja. Jetzt für dich persönlich, du nutzt ja
natürlich Tiny Habits für deine Kunden, das weiß ich ja, aber auch für dich persönlich. Was würdest du denn sagen, sind so für dich die interessantesten Tiny Habits, die du bei dir etabliert hast, die für dich gut funktionieren? Also ich habe ganz viele Tiny Habits, muss ich sagen. Ich habe hier mein Karteikasten und da sind auch noch ganz viele neue Tiny Habits Rezepte geparkt, weil mehr als drei auf einmal ist ja auch schon wieder zu viel und man braucht ja doch teilweise einen Monat oder so, bis man die eben wirklich intus hat. Also ich habe dieses Maui Habit abgewandelt für mich. Ich sage nicht morgens, wenn ich aufstehe, es wird ein guter Tag, sondern ich strecke und räkle und dehne mich erstmal. Das tut mir unheimlich gut und ich begrüße dann immer den neuen Tag. Also auch wirklich mit dem Datum. Das mache ich auch noch aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, seitdem ich das tue, verschwinden die Tage nicht mehr so. Also wenn der Monat vorbei ist, nachdem ich das Datum einmal immer morgens laut ausspreche und wirklich aktiv so mich auf den Tag einstimme, ja, habe ich das Gefühl, die Zeit geht langsamer vorbei. Probier das mal aus, ob das bei dir auch funktioniert. Und ich habe mehrere Bewegungs-Tiny Habits, also zum Beispiel. Magst du vielleicht vorher noch ganz kurz sagen, wie das Maui Habit lautet, für die, die es jetzt noch nicht kennen? Ah, das Maui Habit ist, wenn du morgens aufstehst, dass in dem Moment, wo du deine Füße auf den Boden stellst, du dir laut sagst, today will be an awesome day, also auf Deutsch, heute wird ein guter Tag. Und dann eben im dritten Schritt des Tiny Habits Rezeptes noch irgendetwas tust, was dir gut tut, also dich selbst feierst, zum Beispiel die Hände zusammenlegst oder einfach irgendwie dieses gute Gefühl in dir selber erzeugst. Das ist das traditionelle Maui Habit, genau. Mhm. Ja. Also zurück zu den Tiny Habits, die ich habe. Ich habe eben Bewegungshabits auch. Beispielsweise liegt ein Theraband am Ende meiner Treppe und ich habe das Tiny Habit, nachdem ich die Treppe heruntergelaufen bin, mache ich 30 Sekunden Pilates für die Arme. Das ist eins, was bei mir, das habe ich mir vorgenommen und das war irgendwie sofort drinnen und ich habe es auch nie wieder vergessen. Manchmal mache ich es jetzt halt auch ein bisschen länger. Und das Tiny Habit, was du für mich oder mir vorgeschlagen hast, das mache ich auch jeden Morgen, nämlich wenn ich den Wasserkocher angemacht habe, dass ich dann eben, solange das Wasser kocht, Pilates mache für meine Beine. Genau. Und ich sag mal, mein Lieblings, also dann habe ich noch verschiedene Stress-Habits, zum Beispiel nachdem ich eine E-Mail gelesen habe, dass ich eine kurze Pause mache und bewusst einmal meine Füße spüre, weil ich sehr viel im Kopf unterwegs bin. Also das erdet mich so ein bisschen. Und ich liebe auch die Pearl-Habits. Also die Pearl-Habits, die nehmen ja einen Auslöser, der irgendwas Negatives ist, irgendwas, was einen nervt. Und mein Mann ist manchmal ein bisschen gestresst und wird dann ein wenig laut und schreit auch mal mit den Kindern. Und ich habe mich da immer innerlich sehr drüber aufgeregt. Und jetzt habe ich ein ganz verrücktes Pearl Habit entwickelt. Das heißt, nachdem ich meinen Mann, wenn er laut wird, also nachdem ich das höre, sage ich mir laut, also intern in mir, in meinem Kopf, ich segne deine Sanftmütigkeit. Also ich unterstütze ihn quasi in seiner Sanftmütigkeit. Und das hat für mich unheimlich viel genutzt, weil ich mich innerlich nicht mehr so aufrege und irgendwie ist er auch ruhiger geworden. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, weil wir haben nie drüber gesprochen, aber das ist eins meiner Lieblings-Tiny Habits. Ja. Ist vielleicht doch irgendwas von Seelenverwandtschaft oder er spürt einfach, dass du dich weniger aufregst und wahrscheinlich, dass du ruhiger ja. wirst und das ja. färbt auf ihn ab. Ja, ich nehme mal an, dass das so ist. Ja, kann ja durchaus sein. Hast du irgendein ähnliches Tiny Habit wie ich oder sind deine komplett anders? Also ich habe tatsächlich auch das Maui Habit und für mich aber abgewandelt auch. Okay. Ich sage zum Beispiel immer, also nachdem meine Füße morgens nach dem Aufstehen auf den Boden gekommen sind, sage ich leise, also ich sage es nie laut. Ja, ich sage es immer nur in mir drin. Guten Morgen, lieber Tag. Und dann noch irgendwas hinten dran. Ja, okay. Also je nachdem, I know it's gonna be a great or awesome day. Also ich glaube, es wird ein wunderschöner Tag. Irgendwas in die Richtung. Ja. Aber ich begrüße auch immer guten Morgen, lieber Tag. Ah, schön. Das ist ja dann doch ähnlich wie meins, ne? Mit dem Tag begrüßen. Ja, spannend. Doch, ähnlich, aber ich sage nicht das Datum. Okay, gut. Genau. Und für mich eines der wichtigsten, mit denen ich gestartet habe, war tatsächlich eines der ganz, ganz klassischen Tiny Habits. Und zwar habe ich mir das angewöhnt mit dem Flossen. Okay. Du weißt, was ich meine, ja? Ja. Nachdem ich meine Zahnbürste in den Becher gestellt habe, floss ich mir einen Zahn. Ja. Und ich muss tatsächlich zugeben, also ich hoffe, meine früheren Zahnärzte hören nicht zu, die haben nämlich immer gesagt,
Kerstin, du musst flossen, du musst flossen. Und ich so, ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja, macht mir keinen Spaß. Und bis ich dann das Buch gelesen habe von BJ und er geschrieben hat, er hat mehrere Zahnseiden ausprobiert. Ja. Und das war mein Hinweis. Ich bin dann shopping gegangen. Okay. Und habe Zahnseide-Shopping gemacht. Und habe jetzt ganz fantastische Bürstchen. Also falls jemand das gleiche schlechte Habit hat wie ich, nicht zu flossen, können Sie mir gerne schreiben. Mhm. Ich teile meine, meinen Floss. Ich mache jetzt auch keine Werbung, aber er ist von DM-Drogerie. Also ist auch bei den deutschsprachigen Zuhörern sicherlich bekannt. Kriegen. Genau. Und ja, seitdem funktioniert das super. Ja, ja, das hört sich witzig an, ne, wenn man das so erzählt, finde ich. Aber wir sind ja echt im Grunde unseres Herzens faule Menschen. Also ich sage mal, wir sind unser Gehirn ist bequem, ja. Also wir ändern einfach ungern unsere Routinen und unsere Sachen. Und wenn das halt ein bisschen zu schwierig ist mit den Flossen, dann hat man da einfach keine Lust dazu. Und das, deswegen finde ich auch diesen Trick, sich zu fragen, wie geht es leichter oder wie geht es einfacher, in der Tiny Habits Methode echt richtig gut. Und ich stelle mir diese Frage selbst ganz, ganz oft und das ist sehr hilfreich. Ja. Ja, das ist eine wichtige Frage, denn ich denke, wenn es leicht ist für Leute zu tun, dann machen sie es ja auch immer weiter. Und alles, was zu anstrengend ist, das hört man einfach wieder auf. Ja, ja, es gibt ja auch dieses Sprichwort, ich weiß es nicht mehr genau, mit welchem Tier es war, ich glaube mit dem Elefanten, du sollst den Elefanten nicht auf einmal essen, sondern häppchenweise. Den kenne ich nicht, aber gut. Mir fällt jetzt nicht der genaue Spruch ein, aber es gibt irgend so einen lustigen Spruch mit einem Bild davor und ich glaube, es ist ein riesiger Elefant, ja, so ein riesiges Tier und du sollst den halt nicht auf einmal essen, sondern dir einteilen. Ja. Und genauso ist es mit allen Dingen auch, egal ob das jetzt um Sport handelt oder sich vielleicht gesünder ernähren oder produktiver arbeiten oder liebevoller mit anderen Menschen umgehen. Oder wie bei dir in deinem Fall, Stress abbauen oder Stress gar nicht erst aufkommen lassen. Wenn man das klein anfängt, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass man dabei bleibt. Ja, ja. Kann ich nur bestätigen, ist wirklich so. Ja. Was würdest du denn abschließend sagen? Du bist jetzt in einer Situation, wo es dir ja zumindest von außen betrachtet und das, was du jetzt erzählt hast, gut geht. Also wo du dich gut fühlst, fröhlich bist, zufrieden bist. Was würdest du Leuten mitgeben wollen, vielleicht so als Abschlusssatz, denen es aktuell nicht so gut geht? Also ich mag diesen Satz, es ist kein schlechtes Leben, es ist nur ein schlechter Tag. Und ich bin ja Happiness-Trainerin und viele denken dann immer, dass ich nur fröhlich durch den Tag gehe, aber das ist ja nicht so. Es geht eben viel darum, auch seine Gefühle zuzulassen und unser Leben besteht eben aus Höhen und Tiefen und die Kunst ist dann auch in den Tiefen eben gut damit umzugehen und Selbstfürsorge zu betreiben, Dinge zu tun, die einem selber gut tun und auch das einfach zuzulassen, dass man sich mal schlecht fühlt, weil dann kommt nach einem Tal meiner Meinung nach auch immer das nächste hoch. Und was für mich persönlich auch noch ganz wichtig war, Hilfe zuzulassen, also Hilfe auch anzunehmen und sich selber einzugestehen, dass man Hilfe braucht, das ist für mich kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist für mich ein Zeichen von Mut. Und dann wird es auch wieder besser. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich würde dir da definitiv beipflichten, also auch bei, ja, dass man sich sein Umfeld so erschafft, dass es einem hilfreich ist. Ja. Also, dass man vielleicht auch die Menschen, die einem nicht gewogen sind oder die einen stressen, mehr oder weniger aus dem Alltag entfernt. Ja, manchmal geht es nicht anders. Richtig. Und dass man sich dann die Unterstützung ins Boot holt, die einem auch wirklich gut tut. Gut tut. Ja, wunderbar. Ich danke dir, liebe Jasmin, für deine Zeit und für deine tollen Tipps. Wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten, Webseite, Social Media, alles unten in den Shownotes für alle, die dort gerne reinschauen möchten, sich mit dir connecten wollen. Die können das über die Links dann gerne tun. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen, fröhlichen und zufriedenen restlichen Tag. Bis bald. Bis bald.